Wir haben es jetzt eben schon gehört, also es wird Folgen geben und Sie waren ja eben auch der Meinung, der Bildungsverlust, der ist in jedem Fall da. Das heißt, Sie machen sich so ein bisschen Sorgen um dieses Qualitätsmerkmal, früher war es Made in Germany, jetzt ist es quasi Educated in Germany. Was sagen Sie, wie kann man dem entgegenwirken? Ja, es hat vieles ist ja gerade schon angesprochen worden. Ich will das gar nicht wiederholen, sondern nur unterstreichen. Ich glaube, das hat verschiedene Ebenen. Das hat eben erstmal das, was wir jetzt konkret aktuell machen müssen. Und wir müssen uns halt bewusst machen, dass eben immer noch ein großer Teil der Kinder und Jugendlichen eigentlich zu Hause sitzt und eben gerade niemanden hat, der ihnen was sozusagen auch elektronisch nicht vermittelt. Und da müssen wir ganz schnell was dran ändern. Ich glaube, da ist auch die Politik gefordert, klarere Vorgaben zu machen, zu sagen, wir wollen, dass jetzt, wenn Schulen zu sind, verbindlich jeden Tag zumindest Kontakt aufgenommen wird, jeden Tag ein bisschen Online-Unterricht per Videokonferenz stattfindet, damit die Kinder auch mal überhaupt ihre Lehrkräfte sehen und auch mal sehen, dass sie mit anderen Mitschülern in Kontakt sind, weil für viele ist das zurzeit immer noch nicht der Fall. Das ist sozusagen nur ein erster Schritt. Ich glaube, dann müssen wir auch relativ schnell dahin kommen, dass wir in irgendeiner Art zu den üblichen Test- und Prüfungsverfahren wieder hinkommen, weil das ist auch für die Motivation der Kinder und Jugendlichen extrem wichtig. Und wenn wir ein bisschen längerfristig schauen, dann, ich glaube, dann ist es echt extrem wichtig, jetzt über Fördermaßnahmen nachzudenken. Und da gibt es eben sehr viele Sachen. Das kann der klassische Förderunterricht sein, der am Nachmittag ist. Und da sollte man jetzt irgendwie lieber klotzen statt kleckern. Also in Bezug auf diejenigen Kinder und Jugendlichen, die jetzt gerade besonders abgehängt sind, eben die eben nicht zu Hause viel Unterstützung bekommen oder die eben große Lernprobleme im selbstständigen Bereich haben. Da sollte man, wenn das sozusagen mit dem Personal so nicht geht, zum Beispiel, gibt es Vorschläge, Lehramtsstudierende viel stärker einzubinden. Und ich glaube, das sollte die Politik gerade machen. Dann Ferienprogramme sollten wir stark nehmen. Ich glaube, wir sollten dann, da wo das schon klappt, zu versuchen, eben stärker in diese adaptive Lernsoftware und sowas zu gehen. Da sollte man jetzt auch rein investieren und sicherzustellen, dass alle Kinder und Jugendlichen zu Hause wirklich digitale Geräte und Internet haben. Und dann glaube ich aber auch, und das ist vielleicht fast das Wichtigste, dass wir viele außerschulische Zusatzangebote bekommen müssen. Und was die Politik da machen kann, weil es ist ja gerade schwer, diejenigen zu erreichen, wo das eben gerade nicht die Eltern jetzt so wichtig finden, dass sie besonders viel lernen. Und da sollten wir an Nachhilfeunterricht denken und einfach sozusagen da denjenigen auch diejenigen unterstützen, wo die Eltern das eben nicht eh schon einkaufen. Weil es ja darum geht, diejenigen Kinder und Jugendlichen, die sich derzeit kaum mit schulischen Aktivitäten befassen, wieder überhaupt erstmal zu motivieren, an Lernprozessen teilzunehmen. Und das muss, glaube ich, auf 1-zu-1-Ebene oder zumindest auf Kleingruppenebene sein. Das kann eben nicht immer nur die Lehrkraft für die ganze Klasse machen. Und ein weiterer Aspekt, den man, glaube ich, viel stärker einsetzen könnte, ist studentische Mentoren. Wir haben kürzlich da ein großes Programm in Deutschland, Rock Your Life heißt das, evaluiert. Und man sieht, dass die es wirklich schaffen. Das sind sozusagen 1-zu-1. Da kommt ein Studierender, der macht das ehrenamtlich und sagt, komm, wir sozusagen gerade in Brennpunktschulen benachteiligte Jugendliche, wir treffen uns alle 2 Wochen mal und diskutieren Sachen und fangen dann an, auch über Zukunft zu diskutieren. Und das sind Programme, wo wir gesehen haben, dass sie dann nach einem Jahr wirklich diese Jugendlichen ganz andere Perspektiven haben und das wirklich klappt. Gerade das, wo eben viele der formellen Sachen dran scheitern und nicht mehr rankommen. Das sind eben keine hoffnungslosen Fälle, aber das geht dann vielleicht wirklich am ehesten über sowas wie zum Beispiel studentische Mentoren. Die sind noch nicht zu weit weg, aber sind bereit, sich sozusagen in diese Jugendlichen mit reinzuversetzen und mit denen einfach was zu machen. Ich glaube, diese ganze Spannbreite, was ich gerade gesagt habe, das ist mir wichtig zu betonen, ja, wir sollten wahrscheinlich alles davon machen, weil es nicht die eine goldene Kugel gibt, die jetzt sozusagen alles löst. Und darum, aber weil die Probleme, glaube ich, groß sind und weil die langfristigen Kosten davon, also Sie können das wirtschaftlich sehen, aber ich meine das natürlich viel genereller für die Lebenswege dieser Jugendlichen, doch extrem hoch sind, lohnt sich eigentlich jetzt jeder Euro, den wir da rein investieren, wenn er denn sinnvoll investiert ist.